Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute mal was anderes vorstellen. Ja, ebenso wie im Outdoor-Bereich brauchen wir auch, oder vor allem in der Küche, scharfe Messer, dass wir vernünftig arbeiten können. Und ich bin privat schon auf eine ganze Weile auf der Suche nach einem neuen Messerset. Ich dachte mir, also ich habe so ein günstiges Messerset, was so aus dem Kaufhaus, und ich habe das eine ganze Zeit lang behalten, unter anderem um auch zu lernen, wie gehe ich damit um, wie schärfe ich die Messer richtig, um auch, also ich mache das hauptsächlich mit dem Wettstahl, den Umgang zu lernen. Und ich dachte mir, irgendwann kaufe ich mir mal eine richtig hochwertige Messerserie. Und jetzt bin ich schon eine Weile dabei und vergleiche verschiedene Serien und verschiedene Hersteller, Materialien und so weiter, und bin jetzt hier bei der Firma Böker gelandet. Und das Messer möchte ich heute sehr gerne vorstellen, weil ich auch bei YouTube bislang keine Videos drüber gefunden habe, über diese Serie, oder nur sehr wenig. Und ich finde es immer sehr, sehr hilfreich, wenn man vorher das Messer mal sehen kann, wenn man auch sieht, wie es in Bewegung aussieht von allen Seiten, nicht nur die Katalogfotos, sondern eben, was es wirklich für einen Eindruck macht auf dem Video. Genau, und es geht, also dieses Messer ist aus der Serie Core, und ich packe es mal für euch aus. Tada! So, wir haben hier ein, ich das leg's mal eben raus, es ist in so einer Pappscheide verpackt für den Transport. Sieht nicht so wahnsinnig toll aus, aber es erfüllt gut seinen Zweck, weil die Messer sind wirklich sehr, sehr scharf. So, und dann haben wir hier ein Zertifikat mit dabei. Das Zertifikat sagt, dass wir hier einen Klingenstahl haben, ein X50CRMOV15, dass wir eine satinierte Klinge haben. Und dass wir hier ein Messer mit einer Härte von ungefähr 58 Rockwell haben. Wir haben einen flachen Klingenschliff. Und wir haben einen Walnussholzgriff. Und insbesondere dieser Walnussholzgriff, der ist wirklich, wirklich wahnsinnig schön. Der geht absolut nahtlos von der Klinge. Also hier ist überhaupt kein, oder sagen wir mal, nur ein minimaler Übergang. Also das fühlt sich wirklich sehr, sehr gut an. Das ist sehr schön gearbeitet, dieser Übergang hier. Und ja, das Ganze gibt es auch noch mit Kunststoffgriffen. Die habe ich auch hier. Die zeige ich euch aber in einem separaten Video. Also das legen wir mal auf Seite, dieses Zertifikat. Und dann ist noch was hier mit drin. Nämlich, wir haben ein paar Informationen zur Firma Böker. Insbesondere geht es eben darum, dass das Messer von Meisterhand gefertigt ist, dass die Firma Böker den Besitzer des Messers von eben mit der Böker direkt, Böker Plus oder Magnum, eine lebenslange Garantie auf Material und Verarbeitung gibt. Genau, und deswegen empfehlen sie eben, dass man sich als Eigentümer hier registriert. Genau, und das war's schon. Das ist in verschiedenen Sprachen da drauf. Und jetzt hier, das war die deutsche Version. Ah, hier steht noch was, genau, das habe ich gesucht. Auf der Rückseite steht noch, dieses Messer wurde in Solingen, also made in Germany, von Hand gefertigt. Wir gewähren eine lebenslange Garantie auf Material und Verarbeitung. Also das klingt ja schon mal ganz gut. So, was wir hier im Vergleich zu anderen Herstellern noch haben, wir hier haben die Klinge wurde zusätzlich, oder die Schneide wurde nach dem Schärfen zusätzlich noch poliert, und das ist wirklich eine enorme Schärfe, die die Klinge da entwickelt hat. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns das Messer noch mal im Detail an.
Also mir gefällt die Form, dieses schlichte Design, das ist einfach unglaublich schön. Jetzt schauen wir mal, ob wir es ein bisschen näher noch rankriegen, dass man die Fingerabdrücke noch besser sieht. Nein, dass ihr noch einen besseren Eindruck davon bekommt. Ich möchte es euch mal von allen Seiten zeigen. So, hier haben wir den Klingenrücken. Der Klingenrücken ist poliert, ist auch poliert. Er ist leicht abgerundet obendrauf. Also ich weiß nicht, ob man es sieht, aber der Klingenrücken hat eine leichte Wölbung. Es ist dadurch alles sehr, sehr, also die Wölbung geht hier nahtlos in den Griff, also in die ins den Klingenrücken über und zieht sich wirklich durch bis, ja, bis ganz nach vorne. Auch hier sehe ich, also wir haben ja Handarbeit, hier sehe ich, dass wir eine kleine Unregelmäßigkeit haben. Vorne, ich versuche es mal einzufangen. Also ich weiß nicht, ob man es sieht, aber wir haben hier vorne im Schliff hier so eine leicht abgeschrägte Kante auf der Seite, während sie hier relativ scharf ist. Also da haben wir so eine kleine Toleranz drin. Aber ich denke, das fällt wirklich nicht weiter auf. Genau, ansonsten, es liegt fantastisch in der Hand. Was an dem Messer, also das Einzige, was mich wirklich ein bisschen skeptisch macht, ist eben eine Grundsatzfrage. Also es gibt ganz viele Hersteller, die betonen immer wieder und auch Anwender, die betonen immer wieder, wie wichtig es ist, dass man eben eine ganz ausbalancierte Klinge hat. Also dass wir hier, wenn wir hier das Messer greifen, dass wir hier, dass es hier eben balanciert von alleine. Und das ist was, das haben wir hier natürlich nicht wegen dem Holzgriff. Die Klinge selber, die geht ja nicht komplett in den Griff, sondern geht eben nur so ein Stück mit in den Griff und es fehlt hier einfach das Gewicht hinten dran. Und dadurch ist das Messer einfach, ja, würde ich sagen, natürlich kopflastig und fällt nach vorne. Und ich würde einfach mal interessieren, und hier hätte ich auch mal die Bitte, dass ihr mal in die Kommentare schreibt, wie ihr das Ganze seht. Wie wichtig ist es, dass ein Messer ausbalanciert ist? Also es gefällt mir wirklich, wirklich richtig gut, aber wir haben es eben nicht komplett ausbalanciert. Und ja, ist das ein Problem oder ist das kein Problem? Und ich denke mal, aber insbesondere bei den ganzen japanischen Messern mit Holzgriff haben wir das ja genauso. Also wir haben wirklich, ich glaube insbesondere bei deutschen, europäischen Chefmessern, dass wir einen Klingen, dass der Klingenstahl bis ganz hinter geht und dass der eben das Gewicht der Klinge ausbalanciert, dass wir hier eben einen Schwerpunkt haben. Hier sind wir jetzt ungefähr hier, genau, also hier sind wir jetzt in der Waage, aber eben nicht bis hier vorne, also nicht hier vorne. Gut, und also optisch muss ich sagen, überzeugt es mich über die Maßen. Es ist ein wahnsinnig schönes Messer. Jetzt schauen wir mal, ob es auch von der Leistung her das hält, was es verspricht. So, und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal einen kleinen Schneidtest an. Ich habe hierzu drei verschiedene Produkte. Zum einen eine Tomate, der obligatorische Tomatenschneidtest. Ich lege das Messer einfach auf und nehme den Griff ganz am Ende und bewegt das Messer. Wow. So. Und man sieht, dass es wirklich ganz leicht durchschneidet. Machen wir nochmal. Ja, also die gleitet hier wirklich ohne Widerstand, also ich schieb's mal durch. Selbst wenn ich es durchschiebe, funktioniert es wunderbar. Aber mit Schneiden überhaupt kein Problem. Also es geht richtig, richtig schön.
Sollen wir mal versuchen, mal eine hauchdünne Scheibe. Ja, also, das sieht wirklich super aus. Ich habe hier eine ganz dünne Scheibe. Ja, geht vielleicht noch ein bisschen dünner, aber trotzdem probieren wir mal noch eine dünnere Scheibe. Ja, Wahnsinn. So, weil das funktioniert hier. Also wir haben hier ein sehr, sehr scharfes Messer, was ist, ich habe es nicht nachgeschärft, es ist so aus der Packung, so kommt es vom Hersteller. Das finde ich schon mal sehr, sehr beeindruckend. Dann habe ich mir gedacht, schauen wir uns nochmal einen Apfel an. Na, hier muss ich echt sagen, habe ich jetzt ein bisschen Probleme, den durchzuschneiden. So, mit Kraft funktioniert es. Also hier haben wir einfach das Problem, dass die Klinge ein klein bisschen breiter ist und dass wir hier bei einem Apfel, tut man sich leicht mal schwer. So, ja, es schneidet sehr, sehr gut, aber beim Apfel typisch braucht man einfach einen gewissen Gegendruck. So, ich habe jetzt eben nochmal die Klinge trocken gewischt. Also, jetzt bin ich schon mal sehr, sehr gespannt. Jetzt würde ich noch sagen, jetzt machen wir noch den obligatorischen Papiertest. Und ich muss aber dazu sagen, ich habe jetzt, bin eher skeptisch, weil es ist wirklich ein eher dickes Papier. Ist also kein Standard-Druckerpapier, sondern ein bisschen stärker. Jetzt schauen wir mal, wie es sich hier schlägt. Okay, also das überrascht mich jetzt schon. Versuchen wir nochmal. Okay, hier hat es jetzt ganz leicht gerupft, weil ich es auch nicht mehr geschnitten habe. Man muss also schieben, funktioniert jetzt bei dem Papier eher nicht so gut. Man muss also leicht die Schneide mitnehmen. Ja, wenn man leicht schneidet, dann ist es wirklich, wirklich Wahnsinn, wie das Papier durchgeht. Und ich muss sagen, ich habe jetzt verschiedene Messer schon getestet mit dem Papier. Obwohl man hier, also normalerweise gehen richtig scharfe Messer noch leiser durch, aber ich kann euch versichern, dadurch, dass das Papier so dick ist, ist das eine unglaubliche Schneidleistung, die das Messer hier hat. Versuchen wir nochmal einen schwierigeren Teil. Versuchen wir, dass das Messer senkrecht eintritt in das Papier. Wow. Und auch das ist wirklich problemlos möglich. Alles klar. Ich würde sagen, Fazit zum Schneidtest. Was überhaupt nicht verwundert, so ein Messer ist jetzt eher weniger für den Apfel geeignet. Dafür gibt es Gemüsemesser etc. Und das verwundert mich nicht. Dafür ist einfach die Klinge zu breit und die bleibt dann so ein bisschen im Apfel stecken. Also wir haben gesehen, es funktioniert dann sehr gut, aber so am Stück hat er sich ein wenig schwer getan. So, jetzt hier ist es wieder wunderbar. Aber gerade wenn er eben den halben Apfel durchtrennen muss, machen wir nochmal einen Versuch. Vielleicht schneide ich mal noch ein bisschen mehr dabei. Ja, hier tut er sich einfach schwer und bleibt einfach so leicht im Fruchtfleisch hängen. Die Tomate, muss ich sagen, fantastisch. Also kann man ja eine Buchseite durchlesen. Also das ist wirklich, was soll man dazu sagen? Das ist hervorragend aus meiner Sicht. Und ja, für mich die Schnittleistung absolut überzeugend. So, ihr Lieben, also dann würde ich sagen, reden wir noch mal kurz über den Preis und dann würde ich noch mal ein kleines Fazit von meiner Seite zu dem Messer abgeben. Also wir haben momentan einen Preis bei Amazon um die 90 Euro. Ich denke, hier haben wir die Chance, dass es auch noch ein bisschen günstiger wird und der Preis von 90 Euro für ein gutes Santoku-Messer ist ein durchaus gängiger Preis. Die Vorteile sind für mich die
hochwertige Verarbeitung, das Design. Also das sieht wirklich wahnsinnig gut aus, dieses Messer. Wir haben ja ein Produkt made in Germany, was von Hand gefertigt wurde, also eine wirkliche Manufakturarbeit von einer sehr renommierten Messermarke. Und die Haptik, wie ich schon gesagt habe, durch diesen Griff, durch diesen abgerundeten Griff, liegt das Messer einfach unfassbar gut in der Hand. Es ist also sehr, sehr schön, sehr gefällig und es macht einfach Freude, es in die Hand zu nehmen und damit zu arbeiten. Auf der anderen Seite, über die Kontrapunkte, über die Nachteile werden wir mal sprechen. Wie gesagt, der Schneidtest, der hat mich voll überzeugt. Das Messer ist wirklich irrsinnig scharf. Das mit dem Apfel war eher unglücklich ausgewählt. Also daran würde ich jetzt keine Schlüsse draus ziehen. Und das hat mich auch an der Stelle voll überzeugt. Deswegen kein negativer Punkt für mich. Einziger negativer Punkt, der mir wirklich zu schaffen macht, wo ich mir nicht sicher bin, ob es das Richtige ist, ist eben die Frage mit dem Ausbalancierten, ne? Dass man einfach sagt, dass es eben genau die Waage hier weiter vorne hat und eben nicht hier hinten am Griff, wo man das Messer ja trägt. Und von vielen Köchen wird eben empfohlen, dass das Messer ausbalanciert sein sollte, insbesondere wenn man länger damit arbeitet. Und hier bin ich mir ein bisschen unschlüssig. Hier würde mich wirklich eure Meinung interessieren. Also meine Bitte, schreibt mir in die Kommentare unten, was ihr davon haltet. Seht ihr das genauso oder denkt ihr einfach, Mensch, das Messer ist wunderschön und japanische Messer sind auch nicht ausbalanciert. Das ist völlig egal. Also da würde mich wirklich eure Meinung interessieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt oder wenn ihr mir ein Abo dalasst. Und ich packe euch auch noch einen Link zu dem Messer unter die Videobeschreibung, wo ihr es dann vielleicht auch mal anschauen oder auch nochmal oder erwerben könnt. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Video. Ciao!